Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Sonn. Präsentiert von der Emil Frey AG, ihrem Autohaus in Zürich-Altstetten. Die erste Adresse für Aston Martin an der Badenerstrasse 600 oder auf ihrautohaus.ch. Your British Car Enthusiasts. Roger gegen Markus an dem Montag, und zwar mit drei Themen: Freisinger und Wilders. Letzte Woche ist dann irgendetwas widerfahren. Dann reden wir über die Türkei. Wie geht es weiter? Wie sehen wir es aus schweizerischer Sicht? Und was ist der letzte Stand zum Freund von Markus und Donald Trump? Fangen wir an. Freisinger. Schon wieder an mit der Beleidigung. Nein, gut, du bist in meinem Jahr eine super Note. Super Note. Ja, wollen wir jetzt mal schauen. Gut. Also, das ist für mich grossartig. Freisinger, Populist und Provokateur, Wilder, Rassist natürlich, noch extremer. Beide sind abgeschifft letzte Woche. Hast du sicher auch mitgejubelt? Ja, du bist ja der Meinung, ich sei ein Freund von Trump, also bin ich traurig, oder? Ist ja klar. Nein, jetzt reden wir bei dir weiter. Ich finde, du nimmst das immer viel zu subjektiv und emotional. Ah, du nimmst es neutral. Ich nehme das viel ausgewogen und mit Ruhe. Was heisst mit Ruhe? Also erstens, nein, du musst dich schon mal distanzieren. Es ist überhaupt nicht vergleichbar. Also Holland ist sicher eine ganz andere Situation als Wallis. Reden wir zuerst über den Freisinger. Klar. Ich glaube, der Freisinger hat einen fundamentalen Fehler gemacht. Und zwar ist er zwar Katholik, aber er versteht Katholiken nicht. Mhm. Wenn du als Katholik gesündigt hast und nachher sagst, ich tue büssen, ich tue mich entschuldigen, ich habe einen Fehler gemacht, so wie Christoph Dabele das gemacht hat, wegen seiner Affären und so weiter, dann tut man nicht mehr auf ihn lostreten. Das geht nicht im Katholizismus. Das ist der Witz. Das ist wie wenn du aus dem Beichtstuhl rauskommst und wirst abgeschlagen, weil irgendetwas beichtet. Aber er kann das nicht anders. Nicht. Ja, die Leute können nicht anders. Die Leute, du musst jetzt über den Freisinger reden. Die Provokateur, sag ich. Der Freisinger hat keine Ahnung vom Katholizismus. Was erstaunlich ist bei jemandem, der aus dem Südtirol kommt, der auch katholisch ist. Also gut, aber er hat ja alle Provokationen gemacht, hat das Gefühl gehabt, mir kann niemand etwas antun, weil ich so eloquent bin, weil ich so witzig bin, weil ich so gut ausgesehen habe, hat die Reichskriegsflagge bei sich aufgehängt, hat sich mit Rechtsextremen und Neonazis... Ja, aber hat Gäste auch empfangen und so. Und ist auch, ja, das war so seine Lounge und so. Seine Lounge. Und weil er so erfolgreich war, ist er noch Vizepräsident von der SVP, immer noch. Und die SVP hat ihn einfach gewähren lassen, weil er erfolgreich war. Und da fragt man sich, wie grenzt sich denn, oder wo grenzt sich denn die SVP gegen Leute ab, wo wirklich ins Neonazi-Lager irgendwie tendieren. Das ist jetzt aber also völlig übertrieben. Er ist in solchen Veranstaltungen auftreten. Der Freisinger selber ist kein Neonazi. Aber er ist dort auftreten? Hat sich mit denen verbrüdert? Das ist Fake News. Wieso? Das ist beleidigt. Nein, schau mal, ich habe ja durchaus einen Berater gehabt, der genau aus dem Lager kommt. Ein Serb, aber der ist glaube ich auch nicht Neonazi. Ja, aber sicher. Ich finde es grundsätzlich viel wichtiger. Erstens, das ist einer, der den Katholizismus offensichtlich nicht richtig begreift. Ja, das passt jetzt einfach nicht. Ich habe es verstanden. Das zweite Thema ist ein bisschen, und das finde ich auch nicht gut, ich will nicht zu viel umreisen in Europa, mit irgendwelchen Parteien anfangen zu reden, die du nicht einschätzen kannst. Da sind die Parteien darunter gewesen, die ich jetzt finde, die sind daneben, die sind absolut, die sind nicht salonfähig in dem Sinn. Der Freisinger hat dort eine wahnsinnige Nähe bewiesen. Also, das aber jetzt alles. Das Problem soll sein für die ganze SVP, ist einfach masslos. Aber wo grenzt man sich denn ab? Bist du übrigens gestern Jubiläum gewesen? Natürlich, nein, bin ich nicht gesehen. SVP-Jubiläum? Aber ich wäre gerne gegangen. Aber warum bist du nicht gegangen? Ich wäre gerne gegangen. Ich habe leider privaten Anlass gehabt. Okay. Aber ich wäre sehr gerne gegangen. Aber meinst du, soll jetzt Vizepräsident bleiben? Ich hätte gerne die hervorragende Rede von Christoph Locher. Aber du telefonierst da fünfmal am Tag mit ihm. Hast du ihm 1000 geschrieben? Deshalb habe ich noch nicht so weit. Er schreibt immer noch selber. Okay, also gut. Also der ist jetzt mal weg, aber der SVP ist ja noch dabei. Ich komme jetzt nicht einfach nur so. Also, das nimmt mich gleich wunder, was du denn das Gefühl hast. Wieso? Ich meine, es sind nur 2000 Stimmen gewesen. Aber wenn es so schlimm wäre, wie du sagst, dann müsstest du sagen, Hurensieg, was haben da die Walliser vor 4 Jahren gewählt und so weiter, wieso ist das möglich gewesen? Das erste Mal seit 80 Jahren, dass einer, der in der Regierung ist, mit dem Bonus vom bisherigen, der abgewählt worden ist, ist also ein grosses Ereignis. Er hat hervorragende Wahlresultate gehabt und jetzt hat er miserable. Und es ist das passiert, was niemand erwartet hat. Und da fragt man sich schon, ob die Walliser einfach realisiert haben, da hat einer übermarkt. Ja, da ist jetzt einer ein Provokateur. So. Ich habe übrigens mal öffentlich gesagt,
Provokateur wie der Freisinger lade ich nie mehr in eine Sendung ein. Und ich bin froh, dass er weg ist. Nein, das ist schade. Und ich finde das auch blöd, Roger. Das ist ja irgendwie, das ist ja der Witz, das ist Salz in der Suppe von unserem Beruf. Nein. Von unserem Beruf auch. Es gibt dass man Grenze. Mit Leuten kann diskutieren, wo man nicht der gleichen Meinung ist. Und auch mit Leuten kann diskutieren, die vielleicht birnweich sind oder eine Ecke ab. Gut, also das mache ich ja jede Woche. Machen. Nein, das finde ich beleidigend. Das finde ich nicht nett. Dann kann ich mich nur auf den ersten Teil bezogen. Leute diskutieren, das heißt nur das du hast auch gezeigt, wo eine andere Meinung hat. Aber noch beim Freisinger, du musst auch sehen, das, was du sagst, Neonazi-Verdacht und so weiter, das war beim Freisinger schon lange da gewesen, und trotzdem ist er gewählt worden. Ja. Entscheidend war jetzt, gewesen, da, wo du gesagt hast, über Marken, da finde ich auch, er hat nicht das, das ist ein bisschen da, wo ein Freund Trump, dein Freund Trump, du redest mehr über Trump als ich, wo deinem Freund Trump auch könnte passieren, wenn er sehr viel verspricht und nicht haltet. Und das ist im Freisinger sein Problem. Und er hat alles wollen umbauen und es ist nicht gegangen. Reden wir über den Geert Wilders. Er ist während Monaten in der Umfrage an erster Stelle gewesen. Hätte können, eventuell, wenn er die richtige Koalition gemacht hätte, Regierungschef werden. Jetzt hat er 13% geholt. Halb so viel wie die SVP in der Schweiz. Hat auch übermarkt. Hat wollen den Koran verbieten. Hat wollen alle Muslime ausschaffen, etc. Und damit hat er natürlich auch noch ein bisschen profitieren können bei dem, was der Herr Erdogan letzte Woche gemacht hat. Vor allem eben gegen die Holländer hat sie auch als Nazis bezeichnet, obwohl sie Opfer sind von den Nazis gewesen. Und so weiter und so fort. Ja, und ist also auch gut, aber die Holländer waren also auch ziemlich Kollaborateur. Ich möchte es auch noch betonen. Oh, ich habe die Holländer sehr gern, aber es sind nie in fast keinem Land so viele Juden auf Auschwitz geschickt worden wie in Holland. Und das weisst du auch. Man muss kooperieren, dass das geht. Also, gut, aber trotzdem, als Land sind sie besetzt worden, sie haben sehr darunter gelitten. Ja. Und über Erdogan reden wir gerade nachher. Aber das hat ganz klar am Herrn Rutte, der sich dann auch nicht irgendwie als Linksliberaler gezeigt hat, sondern als Rechtsliberaler, hat das natürlich gerne aufgenommen. Aber immerhin die Gefahr, weil das ist gebannt, im Hinblick auf das, was in Frankreich auf uns zukommt, Präsidentenwahl als nächstes, ist das natürlich für alle, was soll ich sagen, verständiger liberalen Menschen in Europa, Markus, ein gutes Zeichen. Ja, also für dich auch. Erstens mal muss ich sagen, bist du eigentlich Pressesprecher von der EU? Das ist genau das, was die EU gesagt hat. Das ist völlig klar, man ist völlig erleichtert. Was sagst du? Man ist erleichtert. Du bist nicht erleichtert, du bist erschüttert. Nein, ich kenne Holland, also muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne Holland im Gegensatz zu dir viel zu wenig gut. Ah, ich kenne es auch nicht so gut. Eben, ich kenne es zu wenig gut. Erstens stelle ich fest, das Parteisystem ist völlig zur Sau. So, das, ist extrem. Das ist extrem, oder? Du hast Weimarer Verhältnis eigentlich. Wenn ein SP 29% auf einen Schlag verliert, dann merkst du, in dem Land ist unglaubliche Unruhe im System. Da stimmt etwas nicht. Zweitens, unterm Strich. Das stimmt nicht. Das ist doch ein Land, das nicht mehr funktioniert, wenn du ein Parteisystem hast, das so zerbröselt. Holland das funktioniert, das Land hervorragend. Das ist doch ein Krisensymptom. Wirtschaftlich ist es gut. Politisch aber nicht. Ja, aber politisch gut. Ist das ein Krisensymptom. Also sagen wir mal so, zwei Parteien. Ja, akzeptierst du das? Ja. Oder nicht? Das ist doch nicht normal. Ja. Dass Parteien, die 50 Jahre, ich meine, die SP war 50 Jahre dominant gewesen, in Holland, jetzt sind es so 5%. Ja, sind halt die Grünliberalen haben dort gewonnen, oder so die Linksgrünen. Ja, aber das ist doch immer ein Symptom, dass etwas nicht stimmt. Ja gut, aber bei so einer Zersplitterung ist natürlich klar, da gibt es keine 5%-Klausel wie in Deutschland. Dort hat man gemeint, damit können wir es auf 2 oder 3 Parteien halten, knapp halten. Dort gibt es jetzt mittlerweile auch 5 bis 6 Parteien. Das sind einfach unterschiedliche Systeme. Ja, ja, aber der Punkt ist immer, und das weißt du auch in der Schweiz, dadurch, dass die SVP zum Beispiel so zugelegt hat, haben wir auch gewusst, irgendetwas stimmt da nicht. Irgendetwas ist tektonisch am sich verändern. Und das wollte ich immer sagen. Holland tektonisch ist offensichtlich hat sich seit einem Jahrzehnt nicht mehr verändert. Ja, jetzt, aber in den letzten 20 Jahren hat sich massiv verändert. Aber in den letzten 10 Jahren gar nicht. Ja, in den letzten 10 Jahren hat sich konsolidiert. Gut. Jetzt sind wir auch ruhiger. Ich rede ja nicht von der Schweiz. Wir Schweizer. Ach, ich meine, wir SVP. Wir Schweizer haben es ruhiger. Ah, hättest du jetzt gern gehabt. Aber was sagst du? So? Aber zum Wilder möchte ich etwas hören von dir. Es ist ein Rechtsruck. Ein Rechtsruck. Ich meine, der Rutte hat massiv nach rechts müssen gehen, damit er überhaupt noch an der Regierung bleiben konnte. Hat auch massiv verloren. Hat eindeutig verloren. Nicht massiv. Also ganz 10% wenig. Ist ziemlich viel. Aber sag mal, viel. Aber dass der Wilders verloren selber, hat. Der Wilders selber, den kann ich nicht lesen. Ich finde seinen grundsätzlichen Widerstand. Ja, ich kann den nicht lesen. Das ist grundsätzlich. Nein, ich sage, da musst du mir jetzt ausreden. Also, du kannst nicht lesen. Ich kann es ja gar nicht sagen. Ich kann es ja gar nicht sagen, wenn du mir sagst. Weder sagen noch lesen kannst. Ich kann lesen nicht und ich kann sprechen. Ich kann gar nicht mehr. Also. Nein, nur einmal.
weil das kann ich nicht ganz lesen, weil ich ihn zu wenig gut kenne. Ich kann es nicht beurteilen. Okay, halt was ich nicht gut finde, nein, was ich nicht gut finde, es kommt. Nein, ich finde die grundsätzliche Verurteilung vom Islam, das ist ein Fehler, das kannst du vergessen. Das ist nicht gut, wenn du eine ganze Religion einfach in Sippenhaft nimmst und sagst, das ist alles daneben. Das finde ich so extrem. Wo ich aber gleichzeitig wieder finde, hey, was ist in Holland in dem unglaublich guten, toleranten, calvinistisch prägten Land passiert, dass die so eine Politik jetzt haben, dass die so einen Hass zum Teil haben, zum Beispiel auf den Islam. Da kann man sich nur fragen, was haben die für Fehler gemacht? Ein Fehler war wahrscheinlich ein bisschen zu tolerant. Aber offenbar doch nicht so ein grosser Hass, dass am Wilders irgendwie Regierungsverantwortung also 13%, die eine Partei wählt, die sagt, wir wollen alle Marokkaner rausschicken. Ist du, in der heutigen Zeit noch vertretbar? Hat es in der Schweiz nicht? Also, so eine Partei gibt es in der Schweiz nein, nicht. Nein, also gut. Reden wir über die Türkei und die Schweiz. Wir sind jetzt erfasst worden von dem, was passiert mit dem Referendum in der Türkei. Einen Nazi-Vergleich gibt es gegen die Schweiz noch nicht, oder fast noch nicht. Aber gegen Deutschland zum Beispiel, Angela Merkel ist der Nazi-Methoden bezichtigt worden. Und gestern hat sogar der Erdogan gesagt, bald gibt es wieder Gaskammern in Europa und so. Und da ist die Frage jetzt, wir haben das schon mal kurz diskutiert, vor zwei Wochen, aber in der Zwischenzeit ist das eskaliert. Sollen wir jetzt, und zwar mit klaren Aussagen sagen, wir wollen den Wahlkampf nicht bei uns, durch irgendwelche Anhänger jetzt von dem Erdogan, und zwar jetzt unter richtigen Angaben, nicht weil der Parkplatz klein ist oder weil man Angst hat vor irgendwelchen Unruhen, sondern weil man die nicht will bei uns. Na, was findest du? Ich finde ja, ich will die nicht mehr. Ja, ich glaube, da ist eine Grenze überschritten worden. Also Hillary Clinton darf auch nicht auftreten in der Schweiz? Nein, wenn die Leute kommen, die demokratisches System zerstören wollen. Und es gibt ja eine Aussage, wo man nicht genau weiss, ob sie den Erdogan gemacht hat. Er hat mal gesagt, Demokratie ist wie ein Tram, wo man einsteigt und an einen Ort anfährt, wo man am Ziel ist, und dann steigt man aus. Das heisst, man benutzt Demokratie, um an sein Ziel zu kommen, um ein autoritäres Regime zu machen, und dann schafft man sie ab. Das ist irgendwie, was jetzt ja im Moment in der Türkei passiert, mit dem Referendum, mit dem neuen System, das Erdogan einführt. Und da ist die Frage, ist das etwas anderes, als wenn demokratische Politiker zu uns kommen und irgendwie ihre Sachen erzählen? Gut, ich würde die Unterscheidung nie machen, weil dann hast du wieder, du kommst in die Teufelsküche, dann musst du inhaltlich Stellung nehmen zu gewissen Parteien, das würde ich gar nie machen. Sondern wir haben es das letzte Mal auch so gesagt, ich würde einfach sagen, grundsätzlich wird verboten, dass ausländische Politiker Wahlkampf in der Schweiz machen. Das ist völlig egal, ob sie für PKK antreten oder ob sie für den Erdogan antreten, ist mir völlig egal. Gilt aber auch für die CDU, gilt auch für die SPD, gilt für die Linke, gilt für alle die Parteien, die du vielleicht sogar gut findest, auch für die nicht. Es ist viel einfacher, wenn man einfach sagt, schau mal, wir haben hier genug Demokratie in der Schweiz, wir haben genug Politik, wir tun uns genug Stress streiten, wir brauchen jetzt nicht noch einen türkischen Streit. Hier. Genau. Also das Zweite, was ich noch schnell sagen will, also meine Erdogan, meine Türkei war nie eine Demokratie. Müssen wir uns auch ein bisschen ehrlich sein. Eine Demokratie in unserem Sinn. Aber was jetzt passiert... Das ist so komisch. Nein, es ist keine Demokratie. Es wird abgeschafft. Das Präsidialsystem, das er einführen will, was die Weltwoche, deine Kollegen gesagt haben, das ist ja wie in Frankreich, was natürlich grotesk ist. In Frankreich sind nicht 150 Journalisten im Gefängnis, nicht Tausende von Richtern abgesetzt worden. Nein, und so weiter und so fort. Das ist jetzt unfair zitiert, weil er nämlich das auch geschrieben hat. Das ist der Wolfgang Kreudel, der das geschrieben hat. Und er hat genau gesagt, einfach wenn man nachher ein Papier geht, ist es ähnlich, aber natürlich ist Praxis völlig eine andere. Das sagt er nicht. Gut, aber nach das ist jetzt einfach unfair. Nein, nach dem Papier ist es auch anders. In Frankreich ist Gewaltentraining nicht aufgehoben. Da kann nicht der Präsident einfach Richter ernennen, kann nicht einfach alles auflösen. Das ist völlig etwas anderes. Mhm. Aber natürlich die Weltwoche und eben so Blätter in diesem Umfeld, es gibt noch ein paar andere, glaube ich, die werden sich jetzt... Was denn noch? Ja, wo ähnlich irgendwie... Nein, anders gestrickt sind. Ähnlich gestrickt sind. Die demokratischen Medien in der Schweiz oder eben da der Mainstream, wie er genannt wird, finden das natürlich bedenkenswert was der Erdogan macht. Und da müssen natürlich gewisse Leute Gegengewicht geben. Aber ich meine, was erleben wir jetzt dort? Dort wird jetzt ein System gemacht, das nicht mehr mit Europa kompatibel ist. Noch vor
15 Jahren hat man das Gefühl gehabt, man kann die innen in die EU. Bist denn du der Meinung gewesen, dass die Türkei in die EU gehört? Ich weiss das nicht. Der Joschka Fischer, der damalige Außenminister, ist umgereist. Ich habe mit ihm persönlich über das geredet. Er hat das Gefühl gehabt, wir müssen die innen nehmen, weil sonst driftet sie ab. Ja, ja. Und die Frage ist... Das hat er nur wegen der Amerikaner gesagt. Nein, also der Zeitpunkt ist vorbei. Der Zug, die Strassenbahn, das Tram ist abgefahren. Das gibt es nicht mehr. Und die Frage, warum hat man sie nicht reinnehmen? Ist es, weil sie rückständig waren, weil sie keine Demokratie waren oder weil sie 80 Millionen Muslime waren? Ja, alles zusammen. Und dass Muslime weltweit gesehen nicht Weltmeister sind in demokratischen Verfassungen, da würdest glaub, du auch teilen den Eindruck. Und dass es vielleicht könnte ein Problem sein, dass so ein grosses Land mit 80 Millionen Leuten, die noch nie etwas zu tun haben mit Demokratie, dass das könnte eine Belastung sein, dürfen wir vielleicht auch mal sagen. Ich würde im Fall auch nicht... Dürfen wir auch sagen. Ja, ich würde nicht alle 1 Milliarde Chinesen würde ich jetzt auch nicht in der EU, weil auch die haben nicht so eine wahnsinnige Übung mit Demokratie. Gut, also wir sehen jetzt, was jetzt passiert. Der türkische Staat, der ein laizistischer Staat war, seit der Revolution von Kemal Atatürk. Kopftücher sind zum Beispiel verboten, heute wäre es wieder Pflicht. Aber Roger, heute sieht man, dass das eben nicht so eine gute Idee war. Grundsätzlich ist es eben nicht möglich, dass eine Elite oder ein Präsident einfach sagt, das Land muss jetzt anders sein, tag. Hat lang gehalten. Ja, wegen Militärgewalt. Genau. Militärgewalt, wenn es nicht passt hat, haben sie wieder geputscht. Ich meine, das war ein Militärstaat. Gut, also jetzt müssen wir aber überlegen, was bei uns passiert. Wir haben vor allem in Deutschland 3 Millionen Türken, bei uns weniger, viele von denen sind übrigens Kurden. Mhm. Und die Leute, die jetzt für den Erdogan sind, wie geht man mit denen um? Die sind für die Abschaffung der Demokratie, die sind für ein System, das immer richtig stalinistisch System geht. Wie wenn man mit, sind die Leute dann bei uns, wie man sagt, integrierbar? Ja. Oder geht das dann nicht mehr? Driftet das, was in der Türkei jetzt passiert, auch bei uns auseinander? Also schau mal, wir haben doch in den 30er Jahren auch ziemlich viele Deutsche gehabt. Und die haben auch ihre Demokratie abgeschafft und haben auch gefunden, und es hat sehr viele Nazis gegeben, richtig überzeugte Nazis. Hast du das gut gefunden? In der Schweiz, hättest du die ausweisen wollen? Haben wir ja nicht müssen. Ich stelle eine Frage. Nein, du musst mal sagen, was du denn gemacht hast. Hättest du die Deutschen alle ausgewiesen in den 30er Jahren? Das kann man jetzt auch nicht machen, wird man auch nicht machen. Muss vor allem wir sind so eine erfolgreiche Demokratie. Die paar Kurden und die paar Türken, die mit Demokratie noch nicht so viel am Hut haben, die können wir schon noch umerziehen. Das ist nicht das Problem. Glaubst du? Die lernen das schon noch. Aber jetzt komme ich zu Ich habe das Gefühl, sie verlieren es. Es ist eine Frage von der Zahl. Und deshalb ist Immigration etwas, das man muss steuern. Wir können einfach massenhaft Leute integrieren, die völlig andere Vorstellungen haben. Oder findest du das? Ja, bis zu einem gewissen Grad. Das ist eben, im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Oder ist das dein Satz? Eben, das ist jetzt der Satz, den du gesagt hast. Nein, das kommt noch. Karthago kommt noch. Nein, ist gut. Aber wir haben ja erlebt in Deutschland, das sind eigentlich die angepasstesten, die fast schon beliebtesten Immigranten gewesen, türkische Comedians. Sie haben einen riesen Erfolg gehabt. Kai Janar, Bülent Ceylan sind auf Bühne gegangen, auf grosse Bühne, und haben sich ein bisschen lustig gemacht, auch über ihre eigenen Landsleute. Und man hat gelacht und hat das gut gefunden. Ich glaube, das ist vorbei. Ich würde auch mal in Frage stellen, ob die meisten Türken das so wahnsinnig lustig gefunden haben. Ich glaube eher, dass die Deutschen das lustig fanden. Aber ich finde es nicht mehr lustig. Das ist ein bisschen so, wie wenn wir Italiener hatten in den 70er Jahren, die sich die ganze Zeit lustig machen über Schinken, und mehr Schweizer hätten gelacht. Aber es ist liebevoll. Die Italiener hätten das nicht so lustig gefunden. Aber es ist liebevoll gewesen. Das Klima hat sich geändert. Ich habe eine Sendung machen übrigens im Fernsehen oder am Radio mit den Leuten, Türken in der Schweiz, die auf Seite von Erdogan sind. Das ist UETD, das ist eine Organisation. Die stellen sich überhaupt nicht. Wieso? Sie äußern sich nicht. Und das finde ich, x-mal versucht. Ja. Das ist, hast du das irgendwo gesehen? In irgendeinem Medium, dass die auftreten sind und das verteidigen. Im deutschen Fernsehen gibt es einen einzigen, einen Anwalt, einen Tür, der jetzt von Talkshow zu Talkshow tingelt. Alle anderen halten sich dort zurück, in der Schweiz gar niemand. Und ich finde das suspekt. Ja, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ich komme jetzt nicht raus. Ich verstehe ja jeden, der nicht mit dir diskutieren will. Das ist so brutal. Aber es könnte sogar mit dir. Das ist so brutal. Also, du kommst immer freiwillig in das Studio. Ja, ich bin ja so ein Masochist. Aber ja, auch noch das. Dass die Türken finden, nein, sie können nicht nur zu mir. Antun, das verstehe aber ich habe heute Abend trotzdem das zum Thema. Ich finde es ein ganz wichtiges Thema. Nein, ich habe den Werner von Kent, der jahrelang ist er Korrespondent in Griechenland und in der Türkei. Das ist Schweizer nicht. Er ist sowohl Schweizer und Holländer. Und das ist in dem Zusammenhang eine brillante Idee gewesen. Meinst du? Heute Abend gibt es eine Sendung. Aber jetzt reden wir über deinen Freund. Wer ist es das?
Ein Wer denn? Lieber IT-König, unser Netzwerk funktioniert nicht mehr. Wir sind am Verzweifeln. Bitte hilf uns. So. Du hast ein Problem mit deinem IT-Netzwerk. Der E-Mail-Server geht auch nicht mehr. Ja, ich habe jetzt gar keine Zeit. Wie viel Geld hast denn du dabei, damit ich dir schnell helfen kann? Lassen Sie sich kein Märchen erzählen. Wir von der Grafax IT Services bringen Ihre Infrastruktur zu fairen Preisen auf Vordermann und bieten Ihnen ein rundum sorglos Paket dazu. Besuchen Sie unsere Webseite www.grafax.ch. Grafax IT Services. Bei uns ist der Kunde König. Meine übliche Eingangsfrage: Schulnoten für Donald Trump im Moment. Jetzt sind, glaube ich, fast 60 Tage vorbei, 2 Monate, seit er im Amt ist. Nein, genau 2 Monate. 20. Januar, Inauguration, heute 20. März. 5,25. Oh, also wunderbar. Gut, nein, also. Ich finde, es zur Zeit ist gut. Es ist zur Zeit ist ruhig, gut. Hast du seine Aussagen zur NATO gelesen? Also seine Tweets gelesen zur NATO? Nein, die habe ich jetzt nicht gelesen. Nicht? Aber die sind sicher richtig. Die sind also richtig. Die NATO hat er bis jetzt immer richtiges Zeug gesagt. Gut, also A hat er Verschiedenes gesagt. Zuerst hat er gesagt, wir wollen die NATO nicht mehr. Jetzt sagt er, will sie noch. Aber er sagt, Deutschland und NATO schulden uns riesige Summen von Geld. Hat er am Samstagmorgen in einem Tweet erzählt. Ja. Findest du das auch? Ja, eindeutig. Ja. Kannst du mal schauen, was die Deutschen gemacht haben seit 1989. Die haben alles Geld aus der Verteidigung geschoben in die Willkommenskultur, wo es nachher irgendwelche Immigranten absorbiert haben. Also, machen Sie es genauso. Du bist genauso uninformiert wie der Trump. Nein, ich möchte darauf sagen. Das Rüstungsbudget der Deutschen ist seit 1989 massiv geschrumpft, so wie bei uns in der Schweiz auch. Also gut, erstens ist es jetzt am Wachsen und sie haben gemäss Abkommen oder Vereinbarung in der NATO haben sie gesagt, und das haben sich alle darauf verpflichtet, bis im Jahr 2024, dass es 2% vom Bruttosozialprodukt sind. Aber Schulden innerhalb von der NATO gibt es gar nicht. Man muss das nicht den anderen geben. Und wenn der Trump, der nur immer an den Stutz denkt und an Milliarden sagt, die schulden uns Milliarden, was heisst das? Er hat keine Ahnung, wie die NATO funktioniert. Das ist ja gut, dass du besser weißt. Nein, geh jetzt auf das ein. Ich gehe völlig auf das ein. Der Punkt ist, was er will sagen, ist, die Deutschen leisten zu wenig an die Verteidigung vom Westen. Aber er sagt, er schuldet uns Geld. Ja, das ist vielleicht falsch gesagt. Was hat vielleicht falsch gesagt? Es geht doch um den Kern der Aussage. Und der Kern heisst, die Deutschen müssen mehr zahlen, sonst können wir euch nicht mehr schützen. Finde ich völlig richtig. Und es gilt auch für uns Schweizer. Gilt für uns genau. Aber nicht. Die Deutschen haben sich verpflichtet, im Rahmen von diesen NATO-Abkommen das bis 2024 zu machen. Wann ist das Abkommen gewesen? Vor etwa 3 Jahren. Also Obama, ja. Also meine Obama war immer froh, wenn man weniger ausgibt. Nein, mehr. Es geht um mehr. 2% in diesen unsicheren Zeiten ist zu wenig. Das wird jetzt neu verhandeln. Da bin ich überzeugt. Also, Marco, ich merke, du bist nicht richtig informiert. Und wenn so etwas kommt, dann kommst du mit so Ausreden wie dein Freund. Ja. Er hat nicht verstanden. Wir sind ja deswegen befreundet. Ja. Dass ich dich informieren kann. Aber Roger, noch eines, jetzt ernsthaft. Ob er jetzt gesagt hat, die haben geschuldet und so weiter, was er damit gemeint hat, ist völlig klar. Nein. Seit 1989 hat es ein Land gegeben, das massiv profitiert hat von den Friedensdividenden. Das ist Deutschland, dein Lieblingsland. Das ist Deutschland und niemand anders. Also, niemand anders, Amerika. Und es ist völlig klar, dass die Amerikaner jetzt sagen, und das finde ich richtig, ihr müsst auch mal zahlen. Dann muss ich dich aber fragen, ich weiss, du bist ein eingefleischter Deutschlandfreund. Freust du dich, wenn Deutschland richtig aufgerüstet ist? Bis jetzt bist du das noch nie gewesen. Unbedingt. Hast du immer gesagt, nach dem Zweiten Weltkrieg, immer gesagt, okay, sie dürfen die Bundeswehr haben, okay, sie dürfen in die NATO gehen. Das stimmt nicht. Aber voll waffnet Deutschland. Das habe ich noch nie gesagt. Willst du das gerne haben? Nochmal, ich finde, zum Westen gehört Deutschland und Deutschland muss unbedingt wieder stärker werden. Ich finde, sehr viele Sachen, die schief laufen in Deutschland, würden anders laufen, wenn sie wieder Verantwortung würden übernehmen. Ich habe nichts dagegen, wenn Deutschland Führungsmacht ist in Europa. Ich habe nichts dagegen. Aber was ich wirklich Mühe habe damit, ist eine, die zwar Führungsmacht ist, aber nicht Verantwortung übernimmt, sondern immer wieder auf Washington abschiebt. Das geht nicht. Oder auf Brüssel. Das sind die zwei Lieblingspolitiker der Deutschen. Wir schieben immer Verantwortung. Also, das ist nicht gut. Du als Historiker weißt, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man in dieser Frage eine spezielle Meinung gehabt. In Japan haben wir gesagt, soll sich nicht bewaffnen. Ja, aber er ist ja gelöst. Nur die Aussagen von Trump sind falsch, genauso seine Aussagen, dass der Obama ihn abgelöst hat. Hast du das mitbekommen? Hast du das mitbekommen, was er letzte Woche gesagt hat? Nein. Auch wieder nicht. Ja, sag mal, in welcher Welt lebst du als Journalist? Du nimmst das viel zu ernst. Was? Ich tue schon lange nicht mehr das Zeug. Also. Die einzelnen Wörter. Komm, wir reden mal über das, was Trump zum Beispiel zur Zeit geht. Nein,
genial macht. Ja, ja, jetzt muss ich mal sagen, was genial ist. Wie er jetzt die ganze Healthcare-Bill, wie er das macht, wie jetzt der Kongress anfängt, wie das arbeiten. Das ist der erste Präsident. Obama hat das nicht können. Obama hat null Ahnung gehabt, wie man mit dem Kongress umgeht. Das war ein Anfänger gewesen, hoch 5. Der Herr Trump, keine Ahnung gehabt, politisch macht das jetzt schon viel besser in den ersten Wochen. Zweitens fangen jetzt Hearings an zum Supreme Court. Auch da hat er sehr gut gemacht. Ich weiß, also 5,25. Gut, muss man noch sagen, als er gesagt hat, sowohl im Wahlkampf wie nachher, alle Amerikaner werden versichert, seine neue Bill, die er gebracht hat, 14 Millionen verlieren im ersten Jahr ihre Krankenversicherung, ist für dich auch Peanut. 14 Millionen, bis im Jahr 2026 sind es 24 wir Millionen. Wir sind jetzt in der Diskussion. Nein, nur weil du sagst, es ist grossartig. Du sagst, es geht mir um den Prozess, der grossartig ist, nicht das Inhaltliche. Der Prozess ist sehr gut. Am Donnerstag gibt es die erste Abstimmung im Haus. Entscheidend wird dann der Senat sein. Und dort hat er schon 4 von seinen eigenen Senatoren gegen sich. Und zwar erstaunlicherweise 2, die sagen, er ist zu weit gegangen. Ja, und 2, die zu wenig weit gegangen sind. Politik. Nur weil du gesagt hast, er macht es besser. Weil Obama hat gar nicht mit denen geredet. Obama hat nachher einfach eine Executive Order gemacht. Und ist nachher erstaunt, dass seine Nachfolgerin Hillary Clinton nicht gewählt wird. Das ist normal in der Politik. Weißt du das Gefühl? Ein Präsident kann einfach kommen und sagen, ich will das. Das ist offensichtlich dein Bild von Demokratie. Das ist nicht der Punkt. Das Gegenteil ist der Fall. Lass mich jetzt ganz kurz sagen. Der Obama hat natürlich auch seine Obamacare, den Affordable Care Act, müssen durch den Kongress durchbringen. Er hat das nicht können allein mit der Executive Order machen. Und das Gleiche muss der Trump machen. Aber jetzt gehen wir gleich noch zurück auf das andere. Die Beschuldigungen, dass der Obama ihn abgelassen hat. Ich persönlich habe gesagt, bad or sick guy. Mhm. Letzte Woche hat er dann gesagt, nachdem alle Kongresskomitee, die das verhandelt haben, auch von seinen eigenen Parteileuten, wir haben nichts gefunden, hat er gesagt, es sind die Engländer gewesen, die ihn abgelassen haben. Und dann hat man gefragt, woher hast du das? Er hat gesagt, ja, ein Kommentator bei Fox News hat das bestätigt. Worauf sogar Fox News, wo er als sein glaubwürdiger Sender anschaut, gesagt hat, das ist Fake News, das ist falsch. Und haben sich entschuldigt und die Engländer sind der Wand drauf. Und dann sagt man, was ist jetzt da los, dass ein Präsident sich so informiert? Du bist einfach zynisch in dem Fall. Ich sehe die grosse Linie, dass er eine völlig undisziplinierte Art hat, zu kommunizieren, dass er häufig Zeug sagt, die nicht gut abgestützt ist, dass er häufig Zeug sagt, die übertrieben ist. Das haben wir uns doch jetzt langsam daran gewöhnt. Gewöhn dich mal endlich dran. Du musst Politik anschauen, macht. Er sollte sich endlich wie ein Präsident. Es war zum Beispiel sehr gut gewesen, was der Tillerson in Nordkorea und in China gemacht hat. Es war sehr gut gewesen, wie das der Merkel zu verstogen. Du musst jetzt schauen, was die Deutschen machen. Die Deutschen werden sehr bald aufrüsten. Sehr bald und zwar viel grösser. Sie haben es ja zugesagt. Sie werden viel mehr aufrüsten, als sie von Obama gemacht haben. Obama hat niemand ernst genommen, weil alle gewusst haben, Obama ist ein Weichei, der nichts durchsetzt. Das ist der Punkt. Und beim Trump weiss man, das ist ein Madman. Das ist ein Madman, der ab und zu total übertreibt und täubelt und die Leute zusammen schießt, aber am Schluss kommt er zu dem Ziel, das er will. Das ist der Punkt. Das hast du immer noch nicht begriffen. Also, du hast noch gar nicht begriffen, dass er in 2 Monaten nichts erreicht hat. Das Einzige, was er gemacht hat... 2 Monate ist nichts für eine Präsidentschaft. Nein, Entschuldigung. Was hat Obama nach 2 Monaten gehabt? Er hat verschiedene Sachen. Er hat schon ein Budget gehabt, hat schon einen Plan gehabt für Infrastruktur und so weiter. Er hat sein Travelband 2-mal gehabt, ist abgeschifft worden und hat noch gar rein nichts. Das ist ein Faktum. Der Travelband ist so gemacht, dass der Dershowitz, ein Demokrat, gesagt hat, wäre der Obama-Präsident, hätte kein einziger Richter im ganzen Land je blöd. Da, hey komm, Entschuldigung, tu nicht so naiv. Es ist völlig klar, der Trump hasst es jetzt auf der demokratischen Seite. Sie probieren alles zu entschaden. Das ist jetzt so. Aber das ist okay. Da würde ich mich auch nicht beklagen als Trump, weil der Trump auch so auftritt. Das macht er ja auch nicht. Du hast ja vorher gesagt, Politik ist Kraft und Macht, etwas zu umzusetzen. Ja, genau. Okay, also. Nach zwei Monaten sagen, der hat noch nichts erreicht. Aber lieber Roger, du bist jetzt schon so lange auf dem Planet. Du kannst Politik auch richtig beurteilen. Ich kann es vergleichen. Du weißt doch, dass du das nicht kannst sagen. Nach 2 Monaten. Schau mal das Budget an, das er jetzt vorgestellt hat. Katastrophe. Hervorragend. Okay, alle die Posten endlich gestrichen, die man muss streichen. Ja, genau. Und das betrifft dann vor allem die Gebiete, wo er gesagt hat, der Forgotten Man won't be forgotten anymore. Ist State Department, das ist der Forgotten Man.
aber die haben Sachen. Und EPA, das ist der Forgotten Man. Ja, die haben schaurig, zum Teil. Schaurig. Ja. Die Regulierungen für die Mittelschicht, in Hollywood. Nein, es ist vor allem jetzt natürlich, dass die Leute über 250'000 Einkommen Steuern können senken und dass dort Milliarden und Milliarden von unten nach oben verschoben werden. Aber wir sind am Schluss von dieser Sendung. Wir werden das Thema vielleicht noch 1, 2, 3 Mal in der nächsten Zeit. Ja, 8 Jahre. Ich hoffe nicht. Jahre. Ich hoffe nicht. Okay. 8 Jahre. Also heute Abend gibt es Schawinski zum Thema Türkei. Wie betrifft uns das? Und mit dem Insider, mit dem Werner von Krenz, werde ich dort live im Studio ein Gespräch führen. Und jetzt geht es weiter im Programm von Radio 1. Viel Vergnügen und schönen Abend. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.